ARD. Ich bin Carsten Möbius, Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute, wer bist du, Unterbewusstsein? Unterbewusstsein. Mein Gott, worauf habe ich mich da jetzt bloß eingelassen? Nahezu alle Prozesse in unserem Körper und im Hirn laufen unterbewusst ab. Und egal, ob ich unterzuckert bin, müde oder verliebt oder traurig, alles hat einen Einfluss auf das, was wir dann letztendlich als Unterbewusstsein bezeichnen. Nämlich unsere innere Stimme, unser Bauchgefühl, unser verborgenes Ich. Und mich treibt die Frage um, wer ist das, der da tief in mir schlummert? Wie sehr beeinflusst mich dieser Typ, der da irgendwo unerreichbar in der Kelleretage lauert? Wie sehr bin ich dem ausgeliefert? MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Die ganze Geschichte mit dem Unterbewusstsein, so wie wir es heute bei Menschen wahrnehmen, die beginnt wahrscheinlich vor 200 Millionen Jahren. Evolutionär hat sich das Unterbewusste bei den ersten Säugetieren angefangen zu entwickeln. Das ist Hirnforscher Professor Stefan Kölsch von der Uni im norwegischen Bergen. Der beschreibt das Unterbewusste auch als automatische Informationsbearbeitungsmaschine, einen Automaten, der viel, viel mehr Informationen verarbeiten und zusammenführen kann als unser Bewusstsein. Denn in allem, was um uns herum passiert, steckt viel mehr drin, als wir denken. Da brauchen wir Verarbeitungsmechanismen, über die wir nicht mehr nachdenken müssen. Unsere Wahrnehmung findet größtenteils unterbewusst statt. Sie müssen sich ja nicht jetzt auf jeden Laut konzentrieren, den ich sage. Ihr Gehirn hört automatisch, was ich sage, setzt die Laute zu Worten zusammen und die Worten zu Sätzen. Allein über den Sehnerv erreichen uns mehrere Millionen Informationseinheiten pro Sekunde. Aber unser bewusstes Ich kann davon nur etwa 100 verarbeiten. Also nicht mal 0,01%. Dazu kommen noch Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen. Alles klar? Nun scheint die Natur beschlossen zu haben, diese ganzen Infos nicht einfach in die Tonne zu kloppen, sondern sie tatsächlich zu verwerten. Und damit wir unter der Datenlast nicht komplett durchdrehen, hat sie ein Verfahren entwickelt, das automatisch im Hintergrund abläuft. Et voilà! Möglicherweise ist das die Grundidee des Unterbewussten. Nur wozu brauchen wir diese Datensammlung? Jeder unnütze und überflüssige Prozess, der Energie verbraucht, der wird von der Evolution gnadenlos bestraft. Im schlimmsten Falle mit dem Aussterben. Wozu nützt also dieses messihafte Datensammeln? Kölsch sagt, das ist unsere Lebensversicherung. Unser Unterbewusstsein ist unter anderem eine Fachkraft für Risikobewertung. Das Unterbewusste trifft eine automatische Risikoabwägung und eine automatische Wahrscheinlichkeitsabschätzung und macht dann dem Bewussten blitzschnell Vorschläge, auf eine bestimmte Art und Weise zu handeln. Es sammelt also nicht nur, es ist unsere erste Entscheidungsinstanz. Aber dazu kommen wir gleich. Das Datensammeln und Sortieren ist unserem Hirn so wichtig, dass es für das Unterbewusste, über die genaue Zahl streiten sich die Wissenschaftler, zwischen 90% und 99% seiner Kapazität reserviert hat. Und um uns möglichst sicher durchs Leben zu navigieren, hat das Unterbewusstsein auch noch einen kleinen Übertreibungsfilter in seine Risikobewertung eingebaut. Also zum Beispiel ist es so, dass das Unterbewusste riskante Alternativen verabscheut und diesen Alternativen dann eine andere Wahrscheinlichkeit zuschreibt. Obwohl zum Beispiel eine riskante Alternative nicht besonders wahrscheinlich ist, lässt das Unterbewusste die Wahrscheinlichkeit für so ein Ereignis größer erscheinen. Wir empfinden also Gefahren größer, als sie womöglich sind. Das erklärt einiges, oder? Das Unterbewusste ist so wichtig, dass wir es nicht ausschalten können. Das System läuft immer und es funktioniert blitzschnell und ist unbestechlich. Ob wir wollen oder nicht, es bewertet, ob ich zu schnell mit dem Rad unterwegs bin, ob ich diese Frucht essen sollte oder nicht, ob das ein guter Partner oder Freund für mich wäre. All das bewertet das Unterbewusstsein. Und damit das auch funktioniert, braucht es ein umfangreiches Archiv. Dieses Archiv besteht aus unserem gesamten Leben, aus Erfahrungen, Erziehung, Erlebnissen, Lösungsstrategien, Emotionen und auch aus Erfahrungen unserer Vorfahren. Und das gleicht es mit dem ab, was gerade passiert.
Sigmund Freud hatte zwar etliche Ideen, die auch wissenschaftliche Bestätigung fanden, also zum Beispiel, dass ein seelisches Trauma in der frühen Kindheit langwierige emotionale und auch körperliche Probleme bereiten kann. Viele von Freuds Annahmen sind jedoch wissenschaftlich weder überprüfbar noch widerlegbar. Also zum Beispiel seine Mutmaßungen über den Ödipuskomplex oder Penisneid oder Kastrationsangst, Traumdeutung. Auch seine Sicht auf das Unterbewusste als Hort primitiver sexueller Triebe und Bedürfnisse fanden ja keine wissenschaftliche Bestätigung. Unser Unterbewusstsein steht also nicht nur mit blitzschnellen Risikobewertungen zur Seite, sondern ist auch wichtiger Teil unseres gesamten Lebens. Es ist eines unserer emotionalen Systeme, sagt Stefan Kölsch, beispielsweise neben dem Spaß- und Belohnungssystem, das ja auch im Unterbewussten abläuft. Es ist daran beteiligt, wie wir uns fühlen, ob wir mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen oder die Dinge eher verkomplizieren, und es bestimmt auch, wie wir mit Menschen umgehen. Jetzt ist es so, dass in der Tat das Unterbewusste unsere Bindungsstile, die wir als Kinder zu anderen Menschen entwickelt haben, gespeichert hat und anhand dieser gespeicherten Muster Vorschläge unterbreitet, zum Beispiel welchen Personen wir uns besonders gerne annähern, welche Personen wir besonders gerne mögen, welche Personen wir besonders attraktiv finden. Und das dann zu Beziehungsmustern führen kann, die stark unterbewusst geprägt sind. Das Unterbewusstsein ist manchmal eben Fluch und manchmal auch Segen. Eine großartige Eigenschaft des Unterbewussten ist, sagt Kölsch, dass offenbar Regeln und moralische Kategorien dabei eine große Rolle spielen. Eine ganz besondere Stärke des menschlichen Unterbewussten ist, dass es uns Menschen dazu bringt, uns an Regeln zu halten. Es ist sozusagen auch ein schnelles, automatisches Gewissen. Deswegen glaube ich auch, dass, wenn wir kein Unterbewusstes hätten, unsere modernen Zivilisationen sofort zusammenbrechen würden. Unserem Unterbewussten ist es wichtig, dass wir zu unserer Gruppe gehören und von unserer Gruppe akzeptiert werden. Und deswegen sorgt es dafür, dass wir normal sind, dass wir so denken und uns so verhalten, wie man sich in unserer Gruppe eben so verhält, und dass wir die Wirklichkeit so sehen, wie man sie in unserer Gruppe sieht. Der Nachteil davon ist aber, dass das Unterbewusste dadurch auch gleichzeitig zum Zündstoff von Konflikten wird. Wenn zum Beispiel andere nicht normal sind, also nicht mit unserer Gruppe übereinstimmen, oder wenn andere gar als Gefahr für die eigene Gruppe wahrgenommen werden, dann erzeugt das Unterbewusste Feindseligkeit, Aggression, und das kann zu Ausgrenzung führen, Hetze im Internet oder vielleicht sogar zu Kriegen. Das Verrückte ist, dass das Unterbewusstsein ja nicht wirklich zu uns spricht. Es verpackt seine Botschaften in Gefühle und Stimmungen. Das macht seinen Einfluss einerseits so mächtig, so unwiderstehlich, aber auch gleichzeitig so unbestimmt. Es sagt eben nicht: Hallo, hier ist dein Unterbewusstsein. Also ich würde das jetzt so machen. Und, Carsten, bitte nicht vergessen. Bitte handle erst nach einer rationalen Prüfung meines Vorschlags. Das Unterbewusstsein ist weder dumm noch klug, weder schlecht noch gut. Es ist sozusagen der erste Hilfekasten im Entscheidungsprozess. Es dient einer ersten Bewertung, einer extrem schnellen Einordnung und Orientierung. Also das Unterbewusste kann nur einfache, unkomplizierte Zusammenhänge herstellen, kann keine logischen Zusammenhänge erkennen oder anhand von logischen Zusammenhängen urteilen. Um kompliziertere Zusammenhänge herzustellen, um zum Beispiel anhand von Logik Entscheidungen zu treffen, brauchen wir unser Bewusstes. Kleinkinder beispielsweise sind vom Unterbewusstsein gesteuert. Sie müssen erst lernen, dass es komplett idiotisch ist, sich auf den Boden zu werfen und rumzuplanen oder im Auto durchzudrehen. Das zeigt auch, dass wir unserem Unterbewusstsein entkommen können, dass wir ihm nicht komplett ausgeliefert sind. Das beantwortet aber noch nicht die Frage, ob und wie sehr das Unterbewusstsein uns auch in unserem weiteren Leben beeinflusst. Und das Ganze mündet dann in dieser großen Frage, ob wir überhaupt einen freien Willen haben, losgelöst von unserem Unterbewusstsein. Meine These ist, es gibt einen unbewussten Willen, der uns gewisse Vorschläge macht, zu handeln, zu fühlen, zu denken und so weiter. Und dann haben wir mit unserem bewussten Willen eine Instanz, die eine Veto-Funktion ausüben kann. Jetzt kommt aber eine gewisse Krux, denn unsere unterbewussten Impulse entspringen einem Überlebenssystem. Je mehr diese Systeme meinen, dass unser Leben in Gefahr ist,
desto dringender werden die Vorschläge, die es an unser Bewusstsein sendet. Diesen Mechanismus müssen wir kennen, sagt Kölsch. Dann haben wir eine gewisse Chance, selbst zu entscheiden. Naja, obwohl der Kampf Emotion gegen rationales Argument ein sehr, sehr unfairer Kampf ist, oder? Das wissen wir doch alle aus eigener Erfahrung. Die großen Fragen in 10 Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius.